Eine Bank und ihr Blick. Wir sind in Lößnitz auf dem Steinweg an der Lindenallee vor dem Reitplatz. Es ist die Stelle, an der früher das Schützenhaus stand. Schon 1810 wird ein Wirt namens Johann Friedrich Engelmann erwähnt. Etwa 1850 war es Gaststätte mit großem Saal und Biergarten. Daran erinnert kaum noch etwas. In den Jahren 2012-2013 wurde das alte Schützenhaus abgerissen. Bei der Bank stößt der Wanderer auf die alte Lindenstraße. Die ging früher weiter an einem Aussichtsturm vorbei bis zur Grünauer Lücke. Genutzt auch vom Fürsten von Schönburg-Hartenstein als Zufahrt in seine Hauptstadt Lößnitz. Auch an die historische Salzstraße darf man sich an diesen Wanderweg erinnern. Jetzt führt der neue Jakobsweg Silberberg hier vorbei. Der Lößnitzer Markt ist von hier in 1,2 Kilometer, die Prinzenhöhle in 5,3 Kilometer oder Alberoda in 1,2 Kilometer zu erreichen. Der Blick nach Südosten geht in Richtung Bernsbach und Oberpfannenstiel. Weitergeblickt kann man den Streitwald, den Katzenstein und Affalter sehen. Auch der Schnepfenberg und die Friedrichsruh, noch heute eine Ausflugsgaststätte, lassen sich von der Bank am Reitplatz in Lößnitz entdecken.